Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Plants vs. Zombies. Und wir befinden uns immer noch im Aufnahmemarathon. Habe ich gar nicht erwähnt, aber die Satellitenschüsse ist irgendwie cool. wir befinden uns im Aufnahmemarathon. Ich glaube, ich spiele das Spiel heute noch durch. Es ist eigentlich nicht so schwierig, es jetzt durchzuspielen. Werden wir aber sehen, was wir brauchen, diese Runde. Die bringen rein gar nichts hier, diese P-Shooter. Was aber was bringt, ist das. Das auf jeden Fall. Ja, das grenzt die Möglichkeit natürlich auch ein. Die bringen, glaube ich, dann auch nichts. Wenn ich mich nicht irre. Die könnten wir noch. Nee, dann nehmen wir die mit. Und. Was denn noch? Ich glaube, die Kakteen, die könnten ja im Prinzip auch nichts bringen. Ich weiß es halt nicht. Ich muss es halt ausprobieren, ne? Aber einfach, um es voll zu kriegen. Einfach, um es voll zu kriegen. So, let's rock. Plant. Sunflower. Blub. Blub. So, und die Maiskatapulte, die stellen wir dann gleich auch als erstes auf. Vorher war hier noch eine Reihe, oder? Ich glaube ja. Letzte Folge. So, jetzt kommt doch schon der erste Zombie. Und hier muss ein Maiskatapult hin. Und ihr seht jetzt Butter. Und dann werden die eingefroren und können nicht weiterlaufen. Und noch ein Stück Butter. Und das ist halt so effektiv. Aber der schießt halt auch nicht immer mit Butter. Jetzt schießt er zum Beispiel am Maiskorn. Aber das sieht so aus, als ob das nicht wirklich Schaden machen würde. Das macht aber schon Schaden. Also es macht relativ viel Schaden sogar. Seht ihr ja, der Arm ist fast ab. Plopp, und der Kopf ab. Das ist eigentlich unrealistisch so ein bisschen, aber naja, dieses Spiel ist sowieso. Wenn man das ernst nimmt, dann ist man für jeden Krieg gewappnet, würde ich mal behaupten. Ja, zumindest wenn man so einen Nachbar hat. Blub, Butter, Kopf ab. Ich glaube, die Butter macht mehr Schaden als das Maiskorn. Ich weiß es aber nicht. Vielleicht macht doch alles gleich viel Schaden, einfach jeder Schuss. Das kann natürlich auch sein. So, einfach noch ein bisschen so ein paar Sonnenblumen. Die sind natürlich immer am wichtigsten, die ganz hinten stehen. Die hinterste Front sozusagen. So, hier muss einer hin. Und dann haben wir ja gleich schon eine Reihe mit Mais-Shootern voll. Das ist natürlich schon mal sehr gut. Planung ist, hier zwei Reihen Sonnenblumen, zwei Reihen Mais-Shooter. Und hier kommen die Nüsschen hin und hier kommen die Chomper hin. Das ist der... Nee. Machen wir jetzt gerade mal so. Das hab ich verpennt. So, jetzt ist aber alles cool. Jetzt ist alles cool. Da können jetzt die Zombies auch kommen. Ich sage immer Zombie, weil Zombie halt. So, ich muss jetzt langsam mal die erste Nuss da pflanzen, weil die brauchen ja eine ganze Weile zum Rechargen. Wir haben zwei große Waves. Mal gucken. Ein paar Blumentöpfe pflanze ich jetzt direkt noch. Und dann schauen wir mal. Wir müssen noch die zweite Reihe Sonnenblumen pflanzen, aber fangen wir jetzt erstmal an. So. Damit fangen wir jetzt erstmal an, weil Mais haben wir eigentlich genug. Zack, 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 zack. Mais haben wir erstmal genug fürs Gröbste. Dann machen wir hier noch zwei Mais-Shooter hin. Weil man kann ja nie wissen. So. Sonnenblumen sind ganz wichtig. Immer mehr, immer viel Sonnenlicht auf Vorrat haben. So, hier können wir ihm jetzt das vor die Nase setzen. Da ist er ein bisschen unglücklich drüber. Kann ich auch verstehen. Aber man kann es ja nicht jedem recht machen. So, hier muss jetzt auch eine zweite Reihe Mais-Shooter hin. So. Hier muss auch noch eine zweite Reihe Mais-Shooter hin. So, die Sonnenblumen haben wir voll. Super. Sonnenblumen voll zu haben ist immer das Erste, was man machen sollte. Also mit das Erste. Natürlich braucht man auch eine Verteidigung. Aber
So, dies und das muss man machen. So, wenn wir jetzt hier die zwei Mais-Shooter noch haben, dann können wir uns dran machen, die Nüsschen zu pflanzen. Werden wir jetzt auch mal machen, damit die sich rechargen. Weil die Nüsse haben halt einen höheren Delay als die Mais-Shooter. Ich nenne die Mais-Shooter, wo sie Kernelpult heißen, aber ihr wisst, was gemeint ist. So, hier muss einer hin. Und dann haben wir es doch gleich. So. Ich wollte auch mal die Starfruits ausprobieren, aber das schaffe ich die Runde wahrscheinlich auch nicht. Hier das Nüsschen noch hin. Okay, dann haben wir es ja bald. Dann haben wir es ja bald. Oh, da kommt ein Arbeiter. Und der steht ja genau auf der richtigen Lane. Da wird er nämlich gleich gefressen, wenn er so rübersteigt. Oder vielleicht wurde er vorher erledigt. Das wäre mir eigentlich auch ganz recht. Aber nein, er stellt seine Leiter hin. Das ist natürlich super geil. Weil jetzt, wenn die Leiter da steht, dann kann da jeder Zombie drüber klettern. Jeder x-beliebige Zombie kann da drüber klettern. Stell dir das vor. So eine Scheiße. Aber können die Leiter jetzt auch nicht einfach entfernen? Ist auch ein bisschen dämlich, aber naja. Hier können wir so langsam unsere Chomper aufstellen. Und der könnte langsam mal auskauen. Obwohl, der wird es eh nicht mehr schaffen. Oh, jetzt kommt da auch noch eine Leiter, oder wie? Oh, will ich mir das antun? Ich muss, ne? Nö. Heute habe ich leider keine Leiter für dich. So. So. Dann können sie mich nämlich mal mit ihren Leitern. Ich glaube, die Leiter, sie müsste eigentlich... Scheiße. Ja, jetzt können wir trotzdem beobachten, ob sie verschwindet oder nicht. Jetzt habe ich die falsche Nuss nämlich entfernt. Ich Vollidiot. So. Bitte recharge dich. Denn dann haben wir es schon. So. Wir sind fertig. Auf in die Final Wave. Könnten es natürlich jetzt so ein bisschen verbessern, aber eigentlich ist es nicht nötig. Und wir haben eine super Verteidigung. Und wir können im Notfall halt noch einen Flowerpot setzen, die Cherry Bombs setzen und die Jalapenos setzen. Also eigentlich sind wir super gewappnet. Ich will so, ich würde gerne die Nüsse entfernen. Und dann haben wir die Leiter dran, Leiter nicht mehr dran. Und dann können uns die Zombies mal. Wie auch immer die über Leitern klettern können, ich weiß es nicht. So, ich würde mal die Starfruit ausprobieren. Okay, die Starfruit bringt nichts, wie man sieht. Okay. War ein Versuch wert. Haha, ihr habt Butter im Gesicht. Du auch. Ihr habt alle Butter im Gesicht. So, hier können wir den Chomper austauschen. So. Ich finde das so lustig, wie der da noch mit der Hand wackelt. Das sieht schon recht funny aus. So, hat er gleich den nächsten gefressen. Und sind wir in der Final Wave, würde ich mal sagen. Final Wave. Gut. Keine Leiter für dich. Heute. Können wir noch irgendwo... Hier können wir noch was machen. Ja, den Blumentopf könnt ihr euch auffressen. Ich kann ihn auch entfernen. Dann fällt es euch leichter. So, hier können wir den Chomper austauschen. Eigentlich ziemlich easy die Runde gewesen. Eigentlich ziemlich easy. Oh, sieht das niedlich aus. Coffee Bean, plant on a mushroom to wake it up. Somit können wir auch Mushrooms am Tag benutzen. Wäre natürlich, ja, ganz nice eigentlich. Damit könnten wir unseren Magneten mal benutzen, damit ich nicht immer vergesse,
Coins aufzusammeln. Wir versuchen es mal. Wir versuchen es mal. Weil eigentlich brauchen wir ja eh nicht so viel. Die großen brauchen wir auf jeden Fall. Die können wir gebrauchen. Okay, die brauchen wir nicht. Ich überlege gerade. Die brauchen wir natürlich. Was brauchen wir noch? Die brauchen wir. Das haben wir natürlich keine Jalapenos. Das könnte zum Problem werden. Nee, ich glaube nicht. Wir machen's. Wir versuchen es so. Ich bin mal echt gespannt, ob das was bringt. Diese Magnet Shrooms. Jedenfalls lädt sich ziemlich schnell auf. Ist schon mal ganz gut. Gebt mir Sonnenlicht. So, jetzt kommt da gleich der erste Zombie. Ich muss noch gerade mal gucken, wie viel Lanes hier runter hat. Oh, wir müssen kurz mal Escape. Pause machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, weil das ist jetzt wieder eine relativ große Wave. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss.